Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, liebe Leute. Ja, willkommen zu der ersten Folge. Ja, Neustart sozusagen, ne? Für mich jetzt als YouTuber. Ja, ihr habt ja mitbekommen, dass ich einen Schicksalsschlag erlitten habe in den letzten 2 Wochen. Aber dazu habe ich ja schon ein Infovideo ja gemacht und mir geht es jetzt wieder einigermaßen gut, so dass ich hier ja versuchen kann, weiter für euch hier zu Let's Playen. Ich habe mir jetzt hier einen schönen Kaffee hingestellt und meine Laune ist definitiv besser. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier mit euch wird. So. Genau, wir waren, wenn ich mich recht entsinne, waren wir ganz genau hier. Wir waren fertig mit Österreich, ne? Die Spitze der Welt. Das war doch diese Mission mit den 2 Mammutpanzer, wenn ich mich nicht recht entsinne. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich merke hier gerade mal was, Leute. Gegenangriff, Vergeltungsschlag. Es sind 2 Add-ons. Gut, dass ich das jetzt auch mal merke nach der längeren Pause. Gut, Leute, wir legen los mit in Frankreich. Ich möchte jetzt nicht lange rumblödeln, sondern mit euch einfach nur die Cutscene genießen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, auf ein neues. Los geht's. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt hier. Aber gut, erstmal die Cutscene. Добрый день, Major. Рад видеть. Laut unserer Leute in Frankreich arbeiten die Alliierten an 2 neuen Fahrzeugen. Dem Tarntransporter und dem Chronopanzer. Es ist nicht im Interesse der Sowjetunion, dass diese Fahrzeuge einsatzfähig werden. Tun Sie das Nötige. Stehlen Sie die Prototypen und setzen Sie sie gegen Ihre Erfinder ein. Unser Feind darf nicht über einen Chronopanzer verfügen. Idiotie. Na los. Ein Tarnpanzer also. Höchst interessant. Es geht doch schon mal wieder gut los, Leute. Gut, alles klar. Dann lese ich das einfach mal so wie gehabt vor. Die alliierten Schweine. Das geht doch wieder gut los. Die alliierten Schweine haben eine neue Waffe namens Chronopanzer entwickelt. Technologisch scheint sich dieses Fahrzeug an der verhassten Chronosphäre zu orientieren, weshalb es einen Zeitsprung durchführen kann. Die Alliierten testen ihre neue Waffe auf einer Insel, die rechtmäßig dem Sowjetreich gehört. Ja klar. Ihr seid mir doch drauf, Leute. Neue Waffe hin oder her, wie wir werden diese Insel zurückerobern. Errichten Sie eine Basis und stellen Sie Truppen auf. Die Alliierten haben durch das Gelände einen Höhenvorteil, da doch lassen sie sich nicht von ihnen stoppen. Säubern sie die Insel restlos von den Alliierten. Ach, dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Erste Mission hier nach meiner Pause. Das kann ja wirklich heiter werden. So, und wo muss ich jetzt hier hin? Toll, ich habe hier nur einen Bauhof. Bauen Sie Ihre Basis. Ja, aber wo soll ich die denn hinbauen? Sagt mal. Ihr seid lustig. Wo soll ich denn hinbauen? Was ist das denn für eine Mission? Hier ist hier gar kein Erzfeld. Na gut, egal. Auf jeden Fall geht's hier mal weiter. Und ja, liebe Leute. Ah, hier ist Erz. Wunderbar. Ja, ich weiß jetzt halt auch noch gar nicht, wie sich das so entwickeln wird jetzt. Ne? Also, klar. Ich mache weiter, aber wie gesagt, ich weiß nicht. Moment, ich muss gerade die Einstellung suchen. So, mach mal schnell. Ja, ich weiß nicht, was für einem Rhythmus jetzt die Videos kommen und wie lang die werden. Ich werde es erstmal so planen, dass 25 Minuten Folgen erstmal rauskommen. Weil, ja, ich weiß halt nicht. Also, 30 Minuten, klar, könnte ich auch machen, aber ich habe heute halt weniger Zeit, deshalb 25 Minuten und ich weiß halt nicht, die Folgen könnten in Zukunft auch 20 Minuten werden. Na, das hängt halt auch immer von der Zeit und der Stimmungslage ab. Aber wichtig ist doch erstmal, zumindest für uns eigentlich, dass wir hier weitermachen können. Und ja, meine Frau drückt oben kurz
guckt drüben schon wieder lustige Videos und ist am Lachen. Deshalb denke ich mal, ist das ganz gut. Deshalb denke ich mal, ist das auch angebracht, dass wir jetzt auch mal versuchen, hier so ein bisschen Spaß zu haben. Ne? So, liebe Leute, dann baue ich mich mal hier auf. Ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist. Aber probieren wir einfach mal unser Glück. Ich glaube, der sammelt zu schnell die Edelsteine auf, oder? Mach mal die Spielgeschwindigkeit noch ein bisschen hoch. Das geht ja gar nicht so. Gut. Sammeln wir lieber hier Ressourcen nur. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass da einer kommt. So, dann macht ihn mal platt. Oh, verdammt. Na gut. Das Trafwerk habe ich eh nicht mehr gebraucht. Also von daher, da kommt doch schon so ein alliierter Sack. So, der ist weg. Erzsammler, schon mal gut. Und Radarstation, minus 40. Und ja, liebe Leute, es freut mich auch, dass ihr mir hier so die Treue haltet, auch durch diese schwere Zeit, beziehungsweise gehalten habt. Ich bin ja wieder da, ganz offensichtlich. ja, es hat mich sogar überrascht, dass auch hier die Abonnentenzahl ist sogar gestiegen. Ich bin jetzt bei 263 Abonnenten, wo ich bei 257 aufgehört habe. Das überrascht mich. Also ist schön zu sehen, dass ja, ihr mir so eine kleine Pause nicht übel nimmt und dann im Endeffekt auch gönnt. Und ja, freut mich sehr, wie gesagt. Und ist doch ein schönes Gefühl. So, wir brauchen Silos, meint der Typ. Nein, wir brauchen keine Silos. Doch, eigentlich schon. Komm, bau den Mann. Ja klar, jetzt kommt er damit Einheiten an. Was, Leute? Ach Gott, wie soll ich... Leute? Ich muss die Mission neu starten? Was ist das denn für ein Anfang? Och Leute, nö. Ich muss die Mission neu starten. Na super. Ja, dann komm. Dann mach das halt mal. Scheiße. Oh, ich hätte direkt Einheiten bauen sollen, ne? Ach ja, das kommt davon, wenn man ein bisschen raus ist, ne? Gut, Leute, aber nimm's mir nicht übel. Das ist halt... Ja, ich muss erstmal wieder reinfinden. Das Spiel, deshalb. Ja, aber ich weiß ja jetzt, wo das Ressourcenfeld hier ist. Also von daher kann ich ja direkt hier aufbauen. Zack. Dann sollte das ja schneller gehen, aber wer kann denn damit rechnen, dass wir auch erstmal erstens gar keine Einheiten kriegen und zweitens, dass er direkt mit Panzern angeschissen kommt. Wer kann denn damit rechnen, verdammt nochmal? Also ich habe damit nie gerechnet. Aber gut, liebe Leute, so haben wir noch ein bisschen Zeit zu quatschen. Und ja, erzählt mir mal, wie es euch so ergangen ist in den letzten 2 Wochen. Ja, ich habe ja auch mitbekommen, dass die Corona-Situation hier, die ist ja auch sehr schlimm geworden, finde ich. Also ja, das ist schon echt traurig, dass es so weit kommen musste, jetzt mit über 20.000 Neuinfektionen am Tag. Am, Moment, 6. November und... ja, so viele Idioten halt unterwegs, ne, das ist... Aber wie gesagt, ihr seid zum Glück, also denke ich mal, nicht so. Und, ja, erzählt einfach mal, wie es euch so geht und würde mich einfach mal interessieren, was ihr auch so macht, so privat. Natürlich nur, wenn ihr das auch wollt. Gut, dann ein Sammler bitte und noch ein Großkraftwerk. Vielleicht kommt er ja mit dem Jeep an, ne? Dann baue ich schon mal die 3 Minikin dafür. Genau, da ist er schon, der Jeep. Da ist er doch schon. Oh, verkauft das Ding noch. So, dann würde ich sagen, nächstes Großkraftwerk. Und dann können wir mit denen wieder ein bisschen scouten. Und dann würde ich direkt eine Tesla-Spule dahin bauen. Ganz genau, Leute, direkt eine Tesla-Spule. Ist anscheinend echt nötig hier, also... Nach dem, was wir da eben gesehen haben, ja, ist schon nötig. So, die Sammler, die bringen mir die Kohle so schnell rein gerade. Gut, aber nach der Tesla-Spule werde ich ihm ein paar Silos mal hinbauen hier.
Mit U, so. Oh, dann nervt er nicht mehr mit seiner Meldung da. So, dann die Radarstation danach. So. Ach, wieder mit der geilen Mucke im Hintergrund, ey. Ja, Mann. Ja, wie gesagt, das freut mich sehr, dass wir mittlerweile so weit sind, dass ich auch Freude wieder empfinden kann. Ja, wie gesagt, meine Frau auch. Und das ist doch auch mit das Wichtigste. So. Dann würde ich sagen, erkunden wir nochmal hier die ganze Sache. Haben noch eine Viertelstunde Zeit in dieser Folge. So. Jetzt, Kollege. Kannst du vergessen. Ha. Jetzt habe ich da eine Tesla-Spule stehen. Der blöde Trigger ist auf meinen Bauhof gerichtet gewesen, ey. What the... Oh, schaut mal da, Leute. Die Gegner, die haben Chronopanzer. Was zur Hölle? Ja gut, dann würde ich sagen... Ich kann Tesla-Panzer bauen. Jawohl. Leute, ach, das ist doch mal ein schönes Geschenk vom Spiel jetzt gerade. Ich kann Tesla-Panzer bauen. Wie geil. Herrlich, Leute. Das ist echt genial. What? Was willst du, Alliierter? Ach, das ist jetzt aber unfair, Leute. Ach, genau drüber gefahren. Ey, ich brauche noch eine Tesla-Spule, ne? Was? Oh, Tesla-Panzer. Geil. Ich habe einen Tesla-Panzer. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank, ey. Zum Glück habe ich die Teile. Kann ich den einfach da hinstellen und der macht alles platt. Ja. Zwei Chronopanzer ist ja des Wahnsinns, Leute. So. Kannst du vergessen, Junge. Boah, der Penner hat es platt gemacht, ne? So. Einfach nachbauen, ja. Ha! Ein Invasor. Geil. Oh, der Gegner kommt hier schon ordentlich angeschissen, merke ich gerade. Also, es ist nicht ohne. Aber ich habe hier zum Glück meine Lieblings-Tesla-Panzer. Also, von daher, ja, geht das schon. Du Sammler, gehst mal bitte hier vorne sammeln. So, dann muss ich hier oben noch eine Tesla-Spule hinbauen. So, dann noch ein Großkraftwerk. Ich baue noch Tesla-Panzer, naja. Sagen wir mal, dass da oben kommen. Oh, wie geil, vier Tesla-Panzer. Ja, Mann. Ah, das ist doch geil. So. So, ihr Leute, dann fahrt ihr mal da hin. Und dann werde ich auch eine Werkstatt bauen. Ja, die halten halt nichts aus, ne? Das ist das Problem bei den Tesla-Panzern. Die halten nichts aus. Was macht der Sammler da schon wieder? Du sollst sammeln. Na super. Toll. Tolle Wurst. Ja, gut. Ja. Gut. Dann steuere ich die mal manuell hier. Zu den Edelsteinen, liebe Leute. Weil es geht ja irgendwie gar nicht, dass die nur das normale Erz sammeln. Ich frage mich auch gerade, wo hier noch Geld sein soll. Pff, also... Naja. Ohne Geld geht's halt nicht, ne? Ohne muss nichts los, liebe Leute. So, geht ihr mal bitte da rein. Kann ich noch einen Tesla-Spule bauen? Tatsächlich. So, und repariert euch mal. So. Und zack, direkt weg damit. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, schön, dass es weitergeht. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Gut. Und zack. Brauche ich noch irgendwie Hubschrauber oder so in dieser Mission? Erstmal nicht. Erstmal werde ich weitere Tesla-Panzer bauen. Und mal ein bisschen die Karte erforschen, ganz genau. So, ich würde sagen, ich speichere das Ding mal. Mission 9. So, auf jetzt? Okay. Ich habe überlegt, was war das für ein Geräusch da draußen? Ach, hier ist schon Ende. Ach, toll. Ja gut, aber hier ist noch ein Ressourcenfeld. Das ist ja kein Thema. So. Könnt ihr irgendwo drauf schießen? Nein, okay.
Der sammelt sich da aber mit Mannequin, das ist interessant. Schaut mal hier. Der sammelt sich da mit Mannequin. Dann schiebt Baller die ab, komm. Ballert die einfach ab. Tesla Power hier. Ja. Ah. Und alle wegmachen. Ja, zack. Sehr gut. Was müssen wir hier überhaupt machen, Leute? Rechnen wir Basis und stellen sie Truppen auf. Die Alliierten haben die Länder in Höhenvorteil. Säubern sie die Insel restlos. Okay, einfach Alliierte platt machen. So wie immer. Na gut. Dann machen wir das mal. Mit unseren mittlerweile 6 Tesla-Panzern. Sehr schön, Leute. Wir können Tesla-Panzer bauen. Das erste Mal, ne, glaube ich. Ja. Tatsächlich das erste Mal. So. Da ist eine Brücke. Oh, ein Kampfpanzer und der ist direkt weg. So. Alles klar. Irgendwie habe ich so ein bisschen Schiss mit den Dingern, weil die halten halt nichts aus. Das ist das. So, mach die Sammler im Arsch. So. So. Die halten halt echt nichts aus, ne? Das ist das Problem. Aber die machen halt ordentlichen Schaden. Und da kommt es doch drauf an. So. Okay. Ach, was zum Teufel? Ja, zum Glück habe ich gespeichert. Scheiße. Was will der da schon wieder mit meinem Bauhof? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Aber gut. Das ist eine miese Mission, ey, wirklich. Aber gut. Alles klar, Vorsicht also. Gut. Vorsichtig. Hm, ich glaube, ich brauche auch noch eine Tesla-Spule. Hör mal auf mit dem Panzerbau, bitte. So. Der kommt dann nämlich mit seinen, natürlich mit seinen Chronopanzern an, ne? Klar. Was auch sonst, Leute. Was ist denn da draußen wieder los? Was für ein Krach da? Naja, gut. Egal. Gut, liebe Leute. Ja, die Frau, die kackt drüben, wie gesagt, wieder koreanische Dramen. Das heißt, ihr geht's gut. Ganz gerne. Oh, da ist schon eine Basis. Okay, zurück, liebe Leute. Zurück am besten. Und ja, dann fahren wir da hinten hin und machen wir gleich mal die Mannequin platt. Jetzt weiß ich ja, was passiert hier. Jetzt weiß ich, was passiert, wenn die den Sammler angreifen. Ja. Da ist schon wieder so ein Kack-Chronopanzer. Schön den Bauhof beschützen hier, ja. So. Dann macht immer die Mannequin platt. So. Zack, 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 zack. So. Da sind die beiden. Da sind die beiden, Penner. So. Da sind noch 2 gewesen. Seht ihr? Ja, Mann. Das haben wir aber schön verteidigt, muss ich sagen. So. Wo ist mein... Ach so, da, okay. Gut, liebe Leute, dann... Ja, die Mannequin kannst du weg... Warum ist noch ein Tesla-Panzer platt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber gut, nicht schlimm. Wir können die nachbauen, kein Thema. Ja. Dann würde ich mir sagen, kommt die Mannequin und geht mal dahin. Moment, aber ich brauche noch ein Flugfeld. Genau, ein Flugfeld brauche ich schon noch. Ach du Scheiße. Was kommt er da mit Jeeps an? Was will er denn mit Jeeps? Bürgerkrieg oder was? Ja, ja, dann... der kann doch nicht mal schießen, das ist ja. So. So, liebe Leute. Ja, jetzt haben wir halt wieder das Problem der vernünftigen Geldzufuhr hier, ne? Das ist immer so ein Problem bei Command & Conquer. Oh, jetzt kommen die gar nicht mehr hier. Aha. Jetzt kommen die Sammler gar nicht mehr hier durch, oder? Kommen die hier noch durch? Nee. Verkauf das Silo. So, liebe Leute. Weitere Tesla-Panzer, bitte. Ich brauche... Was zur Hölle? Warum... Toll. Da baut man ein Flugfeld, um Spionageflugzeuge zu kriegen. Und dann kriegt man die nicht. Das
Was ist das schon wieder für ein Troll von dem Spiel, ey, wirklich. So, der Kampfpanzer. Komm, ihr schafft das. Ihr schafft das. Nee. Da sammelt er sich wieder mit diesen Minikin da. Na gut, währenddessen werde ich mal ein bisschen Kaffee trinken. Hier. Wieder der gute alte Kaufland-Kaffee. Cappuccino, beste. So. Ist hier noch einer? Was zur... Warum schießen die Brücke kaputt? Sind die blöd? Ja gut, Leute, aber bevor ich das mache, Mission 9, so auf jetzt. Einfach mal abspeichern. Ich hab keinen Bock, dass die Brücke kaputt machen. Nein. Boah, was zur... Was? Was schießt da? Ein Schlachtkreuzer, ich glaub's nicht, Leute. Ich glaub's nicht. Na gut, dann lade ich das, komm. Dann war das halt ein Reinfall. Der hat einen Schlachtkreuzer da oben sitzen. Ernsthaft? Shit. Okay, dann muss ich tatsächlich... Ach du Kacke, Leute. Okay, raus da, raus da, raus da. So. Raus aus dem Feuer des Schlachtkreuzers und mach diesen Gummipanzer platt hier. So. Mach den da platt. No, und weg. Weg, weg, weg. Ah, Idiot, Idiot, Idiot. Wieder meine Lieblingsmucke. Ach Leute, macht doch nicht den schönen Tesla-Panzer im Arsch. Lass die in Ruhe. Ach du Penner, ey. Du bist doch so ein Penner, wirklich. Boah! Der Penner hat mir alle platt gemacht hier. Das kann doch nicht wahr sein. Was kann ich für U-Boote? Raketen-U-Boot! Wie geil! Wie geil, Leute. Die sind mega heftig, die Teile. Was zur... Was zur... Scheiße. Da kommt der auf einmal mit seinem scheiß Schlachtkreuzer an. Das gibt's ja wohl nicht. Boah, ist der gemein, ey. Ist der gemein. Wir haben ja dann auch keinen Fortschritt, ne, in dieser Mission. Kommt bitte direkt zurück. Kommt direkt zurück. Lasst den Sammler in Ruhe und fahrt einfach zurück. Kommt. Fahrt einfach nach Hause. Verdammt nochmal. Oh Gott. Okay. Leute. So. So. Ach du Scheiße. Der kommt da echt mit dem Schlachtkreuzer an. Und ich habe natürlich kein Geld. Na klar. Aber ich stelle die Panzer einfach mal dahin. So. Was willst du eigentlich mit meinem Technologiezentrum? Da ist er schon. Bitte was? Och nö, Leute. Aber egal, den kriegen wir platt. Ja, natürlich. Oh, die Raffinerie. Das ist unfassbar. Puh. Muss ich eine neue Raffinerie bauen, aber das ist ja kein Thema. Das kann ich ja machen. Silos brauche ich eh nicht. Also von... Ach du... Ach du Scheiße. Eieiei. Ich muss hier einfach alle platt machen, ne? Das ist... Was zur... Seit wann kostet die 2000? Das ist jetzt meine letzte Verteidigungsanlage hier. Gut. Was kann ich dann noch verkaufen? Eine Spule, ne? Ja, eine Spule kommt. Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Na gut, aber die kriege ich ja jetzt halt auch nirgendwo hin. Höchstens ein kleines Stück nach vorne. Aber, ja, das ist echt kacke gerade. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte ihm nicht den Sammler wegnehmen sollen, ey. Shit. Leute, shit. Aber gut. Wieder was gelernt. Nie den Gegner provozieren hier, ey. Das ist nie gut.
So, liebe Leute, da ich ja gesagt habe, dass wir 25 Minuten Folgen machen, würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal Schluss. Und ja, wenn euch die erste Folge nach meiner Pause wieder gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und aktiviert gerne die Glocke. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.